Hallo liebe Bonksportfreunde, da ist wieder die Michi und der Paul. Hallo. Wir nehmen uns wieder einen Parcours unter die Lupe, und zwar bei Horse and Spirit. Den Parcours habe ich vorher noch nicht gekannt, ich bin das erste Mal da. Ich bin aber da schon ein paar Mal wandern gewesen in den Zakar Alpen. Und jetzt haben wir gedacht, schauen wir uns einmal den Parcours da an, weil die Gegend ist wirklich wunderschön. Gleich am Anfang von dem Platz, wo man sich einschreibt, ist schon mal so eine halbe Indoor-Halle, wo man einschießen kann. Und wenn man dann runter geht, ist noch einmal ein Schießplatz im Freien, wo es relativ neu ist, aber völlig ausreichend. Aber dann sieht man schon mal, wenn man runterschaut, die riesengroße Wiese, ein Panorama. Und da ist noch einmal ein Einschussplatz hinter uns, wo man 50, 60 Meter schießen kann. Und ja, also bis jetzt, das hat uns schon sehr gut gefallen. Und den Rest vom Parcours schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Seid dabei! So, wir schießen da auf ein Reh. Zwischen sind zwei Bäume durch. Das sind 20 Meter. Vom Blau und vom WA. Ja, der ist gut. Der Wald ist wirklich entzückend da. Die Sonne kommt raus, es ist, ja, wir haben glaube ich einen perfekten Tag erwischt. Muss nur noch das Ergebnis stimmen. Der gefällt mir schon gut. Ja, der passt. Schön. Leute, schaut euch das an, den Wald an. Da ist ein kleiner Graben, ein Bach. Also wirklich hübsch. Da vorne wartet schon der Keiler. Ich glaube, ist ein Keiler. Das ist ein Frischling. Das sind 21 Meter vom Blau. Jawohl! Erster Schuss. Der Schatz legt halt richtig gut vor. Ich schaue es mir nicht blamier, wenn wir zusammenreißen. Genau zu deinem, zu weit links. So, da haben wir auch wieder. Schuss, ich schieße jetzt von Rot einmal zum Spaß, habe jetzt Flankerkamera aufgebaut. Es sind 30 Meter und bis jetzt haben wir bei den Zielen überall mit einem natürlichen Pfeilfang auskommen. Und wo irgendwas unsicher wäre, ist ein Pfeilfangnetz gespannt. Mich selber stört es nicht, viele finden es nicht gut, aber ich finde es wichtig, wenn es sein muss, muss es sein. Und ja, ich finde es ist sehr lieb integriert mit dem grünen Netz, mich stört es nicht. Probieren wir mal. Ich nicht brauche das Netz. Sehe ich nicht vor. Und zeige ich den Schuss so. Ich habe nichts aufgebaut. Ich laufe geschwind. Ja, Glück gehabt am ersten Fall. Kein Netz gebraucht. Also mich stört das nicht. So. Schatz schießt auf ihr Lieblingstier. Sie liebt Pumas. Richtig lebt er schon, es herbstelt sehr. Schauen wir mal. Ja, im Kill. Probier. Wenn du so vorlegst, dann bin ich immer so nervös beim Schießen. Aber der Bumme ist ja dein Lieblingstier, meins nicht. Ein Kätzchen. Ein Kätzchen, ja. Der passt aber auch gut. Ha! So, die Michi schießt auf der Gams. Wir wechseln uns bei den Tieren jetzt ein bisschen ab, damit es wieder nicht so lang ist. Aber es taugt uns halt, mehr zu zeigen. Ja, ist im Popo. So, da schießen wir auf einen richtig coolen Grizzlybären. Der hat gerade eine Hyäne in der Reisen. Und das sind vom Roten 38 Meter, ich würde es probieren, weil das schaut irrsinnig schön aus. Ihr seht das eh. So richtig schöne Waldschneisen. Und da probiere ich jetzt zwei Pfeile und schauen wir mal. Ein geiler Schuss.
super. Der ist oben. Ich probiere noch einen. Ein geiler Schuss. Der war drunter, aber der erste war oben. Passt schon. So, da ist ein Sonderziel. Bei sowas kann ich nicht vorbeigehen. Ich muss die Dinge probieren. Beziehungsweise probiert's, mein Schatz. Bist du bereit? Dort sollte der Sack dann entscheiden. Schauen wir mal. Man kommt auch. Der kommt aber flott. Das ist nicht leicht. Wow! Hast getroffen! Super! Aber er ist weggeflogen. Er ist abprallt, aber es war ein Treffer. So, wir haben jetzt eine kleine Schildkröten-Challenge. Das sind eigentlich zwei Ziele und zwei verschiedene Pflöcke. Wir machen jetzt davor nur die Schildkröte. Das sind 16 Meter. Ziemlich klein, aber uns gefällt es. Also ich weiß nicht, ob man sieht, sie ist unten beim Bach. Ich habe eine Kamera aufgestellt und wir probieren jetzt zugleich die Schildkröten-Challenge. Alles Gute! Dass wir nicht kollidieren miteinander. Ah, im Fuß, du Arm. Meiner ist ein bisschen tief. Gratuliere. Danke sehr. Da haben wir einen richtig hübschen Schuss. Wieder, da ist der Bach. Da haben sie richtig coole Wegerler gemacht. Und da schießen wir vom Bären, vom Blau, auf 36 Meter. Ich probiere wieder von hinten. Der Schusskanal ist wirklich wunderhübsch. Ja, der ist gut. Super. Geiler Schuss. So, da haben wir einen leeren Bären noch. Durch eine kleine Waldschneisen auf 20 Meter. So eine Nachschaut, ich schätze das jetzt einmal. Und ja, ich probiere da jetzt einmal so rauszuschießen. Lieb da. So, das ist wirklich ein Highlight da. Wir schießen da auf einen riesigen Büffel von Rot. Da sind es 58 Meter. Da haben wir uns jetzt nicht viel zum Erwarten, aber wir probieren es trotzdem. Da hinten ist er. Probier noch einen. Einiges höher. Ich probiere auch von oben. Noch höher? Ja. Blau ist weiter unten. Ja, knapp. Blau ist 42 Meter und von da oben sind es 58. Einen probierst du noch. Er war schon sehr knapp. Ah ja. Ja, ich gehe da gleich so rauf. Machen wir das gleich am Zug. Ich probiere da auch drei. Brauchen wir vom Blau nicht mehr. Ist ein geiler Schuss, aber ist nicht leicht. 58 Meter. Ja, ist ein geiler Hochstand. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Höhenangst hat. Ich habe nicht gesehen. Aber ich glaube, du hast getroffen. Ich lege noch einen nach. Aber ich war links, rechts vorbei. Probier noch an. Aber es war schon nicht schlecht. Ja, der ist oben. Cool. So Leute, wir sind jetzt kurz vom Ende vom Parcours. Und ja, wir können schon ein Fazit abgeben. Wie ihr seht, der Wald ist wirklich einmalig. Der Parcours ist wirklich lieb gesteckt, also sehr mit Liebe gemacht alles. Er ist super zum Gehen. Also da war überhaupt, wo schwierige Stellen sind, ist sofort ein Geländer oder ist mit Stufen ausbessert, also wirklich ganz toll. Es sind tolle Ziele, weite Schüsse, nahe Schüsse, also für jeden was dabei. Und das letzte Stück mit dem Bach, ich hoffe es ist jetzt nicht so lauter Bach, das ist wie ein Märchenwald da. Also hat uns irrsinnig gut gefallen. Wir haben oben den Besitzer schon kennenlernen dürfen, ein ganz netter Kerl. Und was ich gesehen habe, auf einer Seite kann man da auch Kurse machen,
und auch vom Reiten her natürlich. Aber schaut einfach auf die Seiten, ich blende jetzt wieder alles in der Beschreibung ein. Und ja, besucht es einmal und dann kommentiert es einmal bei mir drunter, wie er euch gefallen hat oder ob ihr es nicht schon kennt. Wir sagen, wir sagen dabei Baba. Baba, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.